Weiter geht's gegen Girona in La Liga. Los geht's. Danach kommt United. Ablehnen, nö. Benfica? Nö. Habe ich kein Interesse dran. Los geht's. So, wir müssen leider jetzt ein bisschen rotieren. Warum? Das seht ihr. Ergo lasse ich natürlich jetzt ein paar Leute zu Hause. Ich möchte gerne, wie gesagt, mit der bestmöglichen Elf gegen United antreten. Deswegen gehe ich da mal ein bisschen auf Rotation. Oh, Ramiro, ja. Olmo mal rausnehmen. So, wie. Genau, deswegen gehe ich Rodriguez auf die Position. Ja, Sobal ist der neue Kapitän. Ja, zu 100% wollen wir jetzt nicht durchrotieren, das ist klar. Warte mal, doch, wir werden den auch noch rausnehmen jetzt hier. Ich habe sonst, glaube ich, keine Alternative, ne? Ich habe, glaube ich, sonst keine Alternative gerade momentan. Ja, mir fehlen halt auch immer noch zwei Spieler verletzt. Ne? Das ist es halt einfach. Aber okay. So wird die Mannschaft sich aufstellen. Und wir probieren es jetzt in Girona. Also ein bisschen diesen Negativtrend in der Liga mal ein bisschen fortzuführen. Ja, wie gesagt, Niederlage gegen Real, Sieg gegen Barcelona und davor die zwei Spiele auch nicht gewonnen mit einer Niederlage und einem Unentschieden. Heute zu Gast, liebe Zuschauer, und damit willkommen zu dieser Partie. Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann werden Sie wie gewohnt durch dieses Spiel. Aber noch mal, es würde nicht wehtun. Das Pokalspiel hat wehgetan, ja. Aber die in der Liga jetzt gerade nicht. Ein sehr interessantes Duell, gar keine Frage. Und ich bin sicher, das Spiel wird uns nicht enttäuschen. Sie wählen ein konventionelles 4-5-1. Das heißt, es wird viel auf das Mittelfeld ankommen. Da wird sich eine Menge abspielen. Bin gespannt, wie Sie das umsetzen werden. So geht Athletic Bilbao in diese Partie. Sie spielen heute mit einer Raute im Mittelfeld. In der taktischen Formation ist das ein 4-4-2, auch wenn sie da im Mittelfeld, das ist im modernen Fußball so, sehr variabel sind. So, na dann, auf geht's, wa? Es geht los, Bilbao mit dem Anstoß. Spieltag 34 ist es jetzt mittlerweile. Ich versuche jetzt, ich weiß auch nicht, ob ich heute schaffe, die Saison komplett durchzuziehen, dass ich dann FIFA quasi mehr oder weniger für mich aus meinen Projekten abschließen kann. Gucken wir halt. Bleibt Sieger in diesem Zweikampf. Da vorne konnte ich nicht reinspielen. Dribbling geht weiter, die Abwehr findet einfach kein Mittel. Ja, der war ein bisschen zu weit. Boah, an. Wie gesagt, wenn wir heute verlieren würden, wäre es natürlich wieder mal ärgerlich, weil wir wieder in der Liga in der Krise stehen. Aber es tut nicht weh. Aber für mein Ego, wie gesagt, ihr wisst das doch. Nächste gute Situation. Das Pressing erfolgreich. Sie bringen den Ball in die Mitte. Ja, schade. Hab dich.
Vencedor. Unai Vencedor. Ah, das ist so nah ans Tor. Abgefangen war nicht leicht. Suani. Sie haben durchaus Platz auf außen. Abstoß, Ball war draußen. Was auch immer das jetzt gerade war. Ich nehme sie erstmal mit. Also das überzeugende 5-1 gegen United, da wollen wir natürlich jetzt dran ein bisschen anknüpfen. Viel Platz bei diesem Dribbling. Chance jetzt zum Führungstor. Er versucht's. Oh. Aber der Ball weiter im Spiel. Wir sind soweit eigentlich gar drin in der Partie. Die Mitspieler kommen ihm zu Hilfe. Ach Mann, warum sag ja, warum wachsen die, wachsen die Torhüter auch über sich hinaus, zumindest was in die Liga betrifft. United hat jetzt gerade, hat ja 5 Stück von uns gekriegt, und zwar hochverdient 5 Stück gekriegt von uns. Unaufhaltsam. Einfach ist. Es gibt Einwurf. Weigel mit dem Pass, nee, da gehen sie dazwischen. Ja? Wo war das jetzt ein Foul? Ich war sogar Ballbesitz, oder nicht? Freistoß kommt in den 16er. Das ist meine Meinung nach, aber okay, nehmen wir so mit. Ist halt so. Ha! Schöner Angriff. Nebenleute bieten sich an. Viktor Tsigankov. Tsigankov. Klasse auf, der Ball prallt von der. Boah, das ist doch nicht wahr! Der Gegner schießt gefühlt einmal aufs Tor, trifft. Und ich habe hier 500 Chancen und krieg das Tor nicht gebacken. Was sag ich, in der Liga steht momentan der Wurm, jetzt hängt momentan der Wurm drin. Ja, das musst du raushauen, Alvarez. Das Ding musst du weghauen. Ich wollte, glaube ich, wieder wie immer spielerisch raushauen. Ach Mann, ärgere mich doch schon wieder, ey. Nein, das ist ja nicht so, dass ich dann schon wieder hinten liege, sondern einfach mit die Art und Weise. Wie gesagt, du hast die größten Chancen. Platte, Pfosten, der Torwart hält Weltklasse. Und dann kriegst du so ein Pimmelding einfach nur rein. Und das ist das, was mich dann wieder ankotzt. Immer die Art und Weise, wie. Weige. Romeo. Chance für den Konter. Zieht einfach mal ab. Einfacher Ball hier für Alex Remiro. Der springt dann natürlich erstmal Kilometer weit weg, der Ball. Wieder Libre. Sanchez. Toller Pass. Den Ball spielt er gut. Geht nicht rein. Es ist nachher genau das, was ich meine. Hunderte Chancen. Die kriegst die Dinger nicht rein. Der geht kilometerweit vorbei. Aber Hauptsache, der Gegner schießt einmal aufs Tor und trifft. Da hören wir den Pausenpfiff. Der erste Durchgang ist vorbei. Ey, das kann nicht sein, dass ich jetzt das nächste Spiel schon wieder auf die Fresse kriege von dem Gegner. Wie gesagt, nochmal, wir sind zwar Meister, aber es nervt mich einfach manchmal. Niederlagen, ich hasse Niederlagen. Ja, ich rotiere durch. Meinst du, die Niederlagen zustande kommen, wenn ich durchrotiert habe? Aber es ist halt wieder so ein Ding. Klär den Zeiten aus, wird natürlich Einwurf geben jetzt. Ah, das sieht gut aus. Christian Stuani. Gute Gelegenheit. Das hätte jetzt auch noch gewesen, wenn der natürlich auch noch reingegangen wäre. Wie kann man diese Chance vergeben? Der kocht. Und das Zittern geht weiter. Villa Libre. Oh, spielt doch. Spielt doch mal vernünftig, ey. Ja, das ist ein guter Pass. Was ist das schon wieder für ein Ball?
Das ist doch zum Kotzen, das ist das zweite Mal. Der schießt zum zweiten Mal das Tor. Ja, da lass mal den mal reingehen. Ich bin FIFA. Aber der Gegner, der... Bei mir hätte Torwart den locker gehalten. Ich komme aus der Krise nicht raus, ist der in der Bundesliga. Ja, in Barcelona geworden. Aber das ist auch gefühlt das Einzige, was passiert ist momentan. Da haben sie zu viel Platz bei diesem Dribbling. Hereingabe jetzt. Schön gehalten, aber Ball weiter im Spiel. Schiedsrichter entscheidet auf Freistoß. Ja, was pfeifst du denn da zusammen? Der Schiedsrichter entscheidet da auf Freistoß für uns, gegen uns. Ja, ja. Kurzer Blick auf die nächste Partie für Bilbao. Es geht gegen Manchester United im nächsten Spiel, im Halbfinal-Rückspiel der UEFA Champions League. Das dürfte so ein bisschen Richtung David gegen Goliath gehen. Ja, ich habe trotzdem das Spiel hoch gewonnen. In den freien Raum. Da ist das Tor. Aber 66. Via Libre. Anschluss, immerhin. Ja, nochmal, ich reg mich gerne auf, weil das fuckt mich einfach nur an, weil du wieder so einen Gegner, wieder so Gegentore bekommst. Jetzt hast du wenigstens mal ein Tor, jetzt hast du wenigstens mal ein Tor. Wir sehen es ja hier in der Wiederholung. Schläft die komplette Abwehr. Sieht man auch nicht ganz so oft. Fick ausspielen, ausgespielt, Gegner. Ein Tor beträgt der Rückstand nur noch. Und man spürt schon, da geht noch was. Wie du baust selbst gegen den Tabellenletzten. Wir haben ja gegen den Tabellenletzten sogar verloren. Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. Wieder Libre. Das macht er gut. Noch ist die Chance da. Ja, selbst den hat der, sag ja. Bei dem, bei uns wächst die Tote mal gegen das Gegner und Tote mal über sich hinaus. Aber wer, ich krieg dann. Jetzt haben sie den Ball verloren. Ja, der könnte auch mal, der könnte weggehen. Ja, ja, der muss wegspringen. Hey, den hättest du locker machen müssen, der Ball. Der hätte drin sein müssen. Sie bieten sich an. Und jetzt die Chance. Klasse gehalten von Alex Remiro. Ah, jetzt fangen wir wieder mit den scheiß Kurzecken an, ey. Sie führen die Ecke kurz aus. Da gibt's schon wieder Eckstoß. Oh, ich fange schon wieder. Mich nerven diese scheiß Kurzecken, damit kannst du nichts machen. Sie nehmen die kurze Variante. Die kriegst du nicht verteidigt, die Dinger. Oder weh, schwer verteidigt. Ja, das sieht gut aus. Oh, kein Tor. Schöner Ball, das war eine große Chance. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Sie bringen den Ball in den Strafraum. Ah, halbherzig. Das ist nach wie vor gefährlich. Jetzt kann das Tor. Ja! Tor, Ausgleich! 2:2. Jetzt können Sie das Ding sogar komplett drehen. Lisa, du hast die Dinger da ohne Ende. Das ist ein guter Chance. Jetzt hast du Doppelpack gezahlt. Wenn du dir so ein Ding fängst, sie bekommen ihn nicht gestoppt. Jetzt bin ich gespannt, was hier nach dem 2:2 passiert. Ja, den lässt du laufen, der Schiedsrichter. Wir sind noch zu absolvieren hier. Und wenn sie hier noch den Sieg holen will, dann sollten sie die Ja, weißt du, den lässt du laufen, den Ball. Ey, der tritt mir in den Rücken, im Fuß. Nein, das passiert nicht. Lass doch mal laufen. Gegner muss ja noch ein Tor schießen. Der neue Spielstand lautet hier also 3:2. Vielleicht bekommen sie noch die Chance zum Ausgleich. Jetzt gilt's. Es gibt Eckball. Sie sind nur ein Tor hinten und könnten jetzt noch ausgleichen. Halbherzig geklärt. Ball weiter gefährlich. Schön die Flanke abgeblockt. Das muss ein Elfmeter sein. Elfmeter? Elfmeter sogar. Also zumindest einen Punkt würde ich holen. Jetzt bin ich zwar noch aus der...
könnte jetzt der Ausgleich werden. Selber passt. 3-3. Immerhin noch einen Punkt geholt. Aber trotzdem ärgert es mich schon wieder. Du bist schon wieder, hast schon wieder keinen Sieg. Aber wenn der Keeper da stehen bleibt, dann geht das hier anders aus. Sehen wir hier in der Wiederholung. Am Ende, wenn der Keeper springt, dann ist es cool. 3-3. Es bleibt also am Ende bei diesem Unentschieden. Gutes Spiel, wie ich finde. Ein Spiel auf Augenhöhe. Beide mit starken Aktionen. Beide spielerisch richtig gut. Für mich ein gerechtes Ergebnis hier in der Liga. Ach, kack mich das trotzdem wieder an, ey. Wie gesagt, weil gefühlt jeder Torschuss des Gegners drin ist. Und die Torhüter, die halten alles. Na gut, erste, sechste Spiel ist United. Und das sehen wir uns dann in der nächsten Folge natürlich an.